So, willkommen zu einem neuen Game, ein angezockt, das Game Typ 3, der, und zwar das Game vom Mai. Gucken wir doch mal, was uns da erwartet. Ach, geht schon los, sag mal. Geht schon los. Alter, es geht schon los. Lass mich doch mal hier die Einstellung ein bisschen bereinigen. So, das ist so ein bisschen wie Limbo oder sowas. Finde ich eigentlich nicht schlecht. So, gut, da können wir ja mal Typ Rider machen. Ah, guck mal hier, gibt es verschiedene Bücher, 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 Bücher. Übrigens. Was Spiel wiederholen? Nee, wir wollen eigentlich fortfahren. Genau, mit dem Stick müssen wir uns bewegen. Ich habe aber zwei solche Bälle, auch schön. Okay, da wollen wir mal uns bewegen. Juhu. Über diese dolle Landschaft hier. Muss man den Stern mitnehmen? Ah ja. Die Optionstaste, um den freigeschalteten Inhalt zu sehen. Ah, Hände in den. Warte mal, Bravo, Sie haben die erste Seite der Geschichte der Typografie entsperrt. Weiter. Ach du meine Güte, das könnt ihr ja gar nicht lesen, wenn ihr wollt. Also ich bin ja jetzt wieder Leser. Ich gucke da mal hin, das ist ja wieder ewig viel hier. Also auf alle Fälle sind es die Hände in den Gubias de las Manos Argandinien. Ne? Die Felsmalereien. Bereits in der Urzeit, lange vor Erfindung der Schrift, hinterließen die Menschen Spuren ihrer Anwesenheit in den Höhlen. So, da kann man weitermachen, gell? Ich lese euch aber mal kurz den ersten Satz vor, ne? Langt's ja, ne? Und weiter rollen wir. Bestimmt auch hinter Hindernisse. Ach, springen kann man mit X, okay. Oh, was jetzt? Was jetzt? Dunkel, dunkel. Benutze X zum Springen. Ja, das habe ich schon herausgefunden. Schwupp. Uah. Und da haben wir eine neue Geschichte entdeckt. Die Keilschrift. Die Keilschrift, jawohl. Babylonische Tafel bedeckt mit einer Keilschrift. Die Keilschrift entstand in der Zeit zwischen 3400 und 3200 vor Christi im unteren Mesopotamien und ist neben den ägyptischen Hieroglyphen das älteste bekannte Schriftsystem, jawohl. Hieroglyphen. Ach Gott, ich würde. Zack, zack, zack. Oh, hier muss ich auch schnell drüber rollen, hey. Wo soll man jetzt hingeraten hier? Jetzt haben wir hier aber. Ach, hätte ich vielleicht. Du kommst nicht weiter. Ja, es will aber. Da hätte ich vielleicht warten müssen, war, bis das Ding runterkommt. Aber egal, wir sind wieder zusammen mit meinen zwei Bällen halt. Was haben wir hier? Rotation. Benutze L2, R2, um Gleichgewicht zu halten. Ach so, wir fliegen jetzt durch die Gegend. So, und jetzt? Können wir mal hier weitermachen? Ach, jetzt geht's weiter. Jawohl, Lichtschranke auf und whoop, und da sind wir auch schon. Ja, perfektikus. Hopp, oh, mit mir, hopp. Oh, jetzt komme ich hier nicht hoch. Was machen wir da jetzt? Trophäe erhalten. 360, aha, okay.
360 Grad. Hopp und. Ich komme nicht hoch. Leute, ich komme nicht hoch. Was ist denn jetzt los hier? Muss ich Anlauf nehmen oder was? Und. Los, 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 los. Schieb, 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 schieb. Jetzt sind wir oben. Jawohl, perfekt. Bleiben Sie wachsam. So, was haben wir jetzt hier? Hier gibt es ein Hieroglyphen, meine ich. Hieroglyphen. Hier waren wir doch schon. Moment mal. Hier, die gibt es ein Hieroglyphen. Okay, die ägyptische Kunststelle mit Inschriften. Die älteste, bekannteste Hieroglyphe stammen aus dem späten 4. Jahrhundert, Jahrtausend vor Christi. Okay, das ist der Bescheid. Oh, ist der Bescheid. Und weiter geht's. Oh, ich wusste, dass das jetzt. Ah, da haben wir Glück gehabt. Das hat gepasst. Gefällt mir eigentlich ganz gut, so ein bisschen mit Hindernissen und sonstiges. Das passt schon mal ganz gut, sag ich mal, ne? Hier ist noch so ein Ding. Was haben wir da schon wieder? Mensch, so die chinesische Schriftzeichen. Buddha mit seiner Schüler. Auszug aus dem Diamant Sutra 868. Die chinesische Schrift war ursprünglich nicht so direkten Kommunikation zwischen Menschen gedacht, sondern sollte im Zusammenhang mit Weissagungsriten die Bezeichnung zwischen dem Individuum und dem Jenseits symbolisieren. Jawohl, perfekt. So, ich hoffe, die Stimme geht so. Irgendwie kriege ich meine Stimme nicht mehr los. Also ich meine, ich war erkältet, aber irgendwie ist die Stimme jetzt immer noch so krächtig, halt krächtig. Ziemlich krächtig. So verschieben Sie Objekte, um Fallen zu meiden. Ach so, hier. Oh Gott, was soll das werden hier? Boah, das ging gut. Jawohl, perfekt. Auf zum nächsten. Hopp, hopp, hopp. Wall Jump. Lehnen Sie sich an die Mauer und springen Sie. Haben wir gemacht. So, was haben wir jetzt hier? Das griechische Alphabet. Alphabet. Griechische Alphabet. Die griechische Schrift. Sturz mit der Inschrift des Kaisers Justinian, der erste 538 vor Christi. Das Alphabet zur Verschriftung der griechischen Sprache entstand im 9. Jahrhundert vor Christi. Anfangs gab es hier mehrere Varianten. Und weiter geht's. Upp. Oh, das war knapp hier. So, was haben wir jetzt? Noch ein Ball. Dieser dritte Punkt ist vielleicht der Schlüssel. Bäh. Nee, warte mal, Moment mal. Der muss zurück. Na komm, ich hol mal drauf. So, okay. Kollektor, Trophäe, jawohl. Gibt's nur zu was zum Lesen hier, ne? Aber es ist interessant, das sag ich mal. Ne? Das Lesen ist interessant, aber ich bin jetzt wieder Vorleser hier. Weil wir ja nie fertig. Das lateinische Alphabet beruht auf dem Alphabet der Etrusker, einem Volk, das im Zentrum der Italienischen Halbinsel lebte und dessen Schriftsystem seinerseits auf dem Euboischen Alphabet basierte. Blablabla, perfekt, ey. Zack. Was ist mit dem Ball? Will er nicht mit? Nee, will nicht mit. Gut, da hat er Pech gehabt.
Oh, was jetzt? Oh, da muss mit der Ball, sehe ich gerade. Moment, der Ball muss mit. Der Ball muss mit. Sonst wird's nichts hier. Hopp. Geh mit. Deswegen haben sie gesagt, da ist der Schlüssel. Ne, du musst mal hier vorrücken, Junge. Moment mal. Jetzt. So, und jetzt? Origins. Sehr schön. Das war so ein kleines Surreal, nehme ich mal an. Glückwunsch, Sie haben die Spielanleitung fertig. Siehst du, wo ist es doch? Wo ist denn die Schrift hier so groß, so komisch? Hier, da unten hängt die Hälfte und da oben, na, was weiß ich. Weiß ich auch nicht. So, stopp, dann machen wir noch ein Bart. Bis gleich.